So, damit begrüße ich euch zu meinem ersten Handygame hier auf dem Channel. Wir spielen Ski Jumping Pro. Einige von euch haben ja gesagt, hey, es gibt gute Skisprungspiele auch auf dem Handy. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das ist, was ihr vorgeschlagen habt. Wir testen das jetzt einfach mal, ne? Ich habe noch nie auf dem Handy irgendwie ein Game hier für den Channel gezockt. Deswegen wird das jetzt bestimmt eine Katastrophe. Calypso Media Group ist hier der Publisher. Keine Ahnung, was die damit genau zu tun haben, aber es wird auf jeden Fall eine Katastrophe, weil Calypso Games in den letzten Jahren immer eine ziemliche Katastrophe waren. Also ist hier nicht gesponsert. Falls ihr euch jetzt übrigens überlegt, hey, Vasis Glatze sieht aus wie das Einstellungszeichen. Nein, die Webcam habe ich jetzt mal weggelassen, weil sonst sieht man die ganze Zeit nur, wie ich auf dem Handy nach unten schaue. Und ich wollte es jetzt nicht irgendwie auf dem PC dann irgendwie steuern, sondern ich versuche es jetzt wirklich mal auf dem Handy. Ich spiegel quasi mein Handy vor euch hier hin. Die Nachrichten von WhatsApp und so weiter sind ausgeblendet, habe ich eben schon mal getestet. Und das ist auch gut so. So, also wir gehen rein. Ski Jumping Pro könnt ihr euch einfach runterladen im App Store, ne? Ist kostenlos. Man kann natürlich irgendwelche In-App-Käufe machen, was wir nicht tun. Selbst YouTube Money wird nicht in so einen Scheiß reinfließen. Wir werden hier ein paar Videos zu machen. Dann schauen wir, wie viel Spaß ihr habt, wie viel Spaß ich daran habe. Schauen wir einfach mal. So, ein paar Schnellsprünge habe ich mal gemacht. Bin jetzt noch nicht schanzenrekordverdächtig dort runtergejagt. Aber ich würde sagen, wir starten mal eine Karriere und ich muss mir angewöhnen, runterzuschauen auf mein Handy. Jo, wir gehen mal rein in den Continental Cup. Die Steuerung, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt. Wir sind der Wamsi. Wir spielen gegen Antonin, gegen Kento, gegen Clemens und so weiter und so fort. Ja, auch Stefan Hocke war mit dabei. Da sind schon ein paar gute am Start. Keine Ahnung, ich kenne niemanden. Okay, Continental-Weltcup für Schanzentournee, Skiflug-Weltcup, Teamtour. Da gibt es schon einiges. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal profilieren in Engelberg. Und da gehen wir doch gleich mal rein. Ne, was soll schon schief gehen? Continental-Cup. Alter Schwede, ich bin nervös. Ich tippe jetzt bestimmt dauernd daneben und wir fliegen dauernd auf die Fresse. Boah, gleich mal Nachtspringen hier. So muss das sein. Ich schaue dauernd in die Kamera, die ich übrigens auch immer mal einblenden kann. Ne? Also ich sitze hier nicht nackig. Servus. Ich bin schon noch da. Aber wie gesagt, es wird die ganze Zeit sonst so sein. Da ich mir den Kopf auch noch nicht rasiert habe, lassen wir das jetzt mal. Ich kann mich ab und zu mal einblenden, falls ihr mich zu sehr vermissen solltet. So, los geht's. Steuerung ist relativ einfach. Man drückt auf den Bildschirm, ne? Wir drücken mal gleich Tab und dann tappen wir da mal runter. So, dann muss man hier immer korrigieren. Alter, was ein Wind. Absprung und dann in der Luft auch noch ausbalancieren und auch noch landen. 94%, gute Landung. Naja. Naja, komm, hole ich mich mal hier wieder mit rein. Ja, 100 Meter haben wir geschafft. Punktzahl 104, Platz 10. Ich weiß nicht, ist das gut? Hat das Spiel schon mal jemand von euch gespielt? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Mucke im Hintergrund laufen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut und es geht. Wahrscheinlich hört man gar keine Musik. Immer wenn ich sage, die Musik könnte zu laut sein, dann hört man überhaupt nichts. Jo, schöne Schneespur, die er da hinterlässt. Grafisch ein absolutes Wunderwerk. Körperspannung ist vorhanden beim Wamsi Michel, der hier nur Wamsi heißt. Ja, auf jeden Fall mit unserer Lederkappe von 1974, die wir uns wahrscheinlich ersteigert haben. Geht jetzt mal in den zweiten Sprung rein. So, ich habe mich auch weggemacht. Ja, ist auch besser so. So, komm. Da geht noch was. Ja, der war doch gut. Ich muss mich hier mega konzentrieren. Sorry, wenn ich während der Sprünge einfach leise bin. Aber die Spannung ist auch einfach zu groß. Das ist, kann man gar nicht in Worte fassen. Alter, nur 19. Platz, 101,4. Das ist doch miserabel. Da brauchst du gar nicht jubeln, mein Freund. Da kriege ich ja bei NGL Biathlon, was auch demnächst mal wieder weitergehen sollte, mehr Geld für den 8. Platz in der 4. Liga. Das schauen wir uns natürlich nochmal in der Wiederholung an. Körperhaltung. Ja, als hätte er einen Stock im Arsch. Aber er freut sich, dass er wieder mal lebendig runtergekommen ist. Feierabend auch noch. So, Wamsi auf Platz 18, 207 Punkte. Atle Pedersen Rönnsen. Hier gibt's den wirklich. Mein Lieblingsname. Rönnsen ist einfach ein Name, der befreit die Bronchien. Kann ich immer noch wieder sagen. Atle Pedersen Rönnsen mit 213. Alter, das war aber ein enges Höschen hier. Achso, ich muss hier tippen, gell? Boah, wie eng das alles zusammen war. Holy shit. Werden hier einfach nur die Meter zusammengezählt? Gibt es hier keine Haltungsnoten? Was ist da los? Das war doch ein astreiner Flug, den ich da hingelegt habe. Also wir starten mal mit dem 18. Platz, aber holy shit, enger werden die Höschen nicht mehr mit Siegerehrung. Holy. Ja, danke, ist ja gut. Ja, wir sind schlechter als Schalke. Dankeschön, reib's mir halt noch rein. Da sind doch bestimmt noch ein paar hinter uns gesprungen. Okay, das war das erste Springen. An Spannung, wie gesagt, kaum zu überbieten, aber ich glaube, es könnte tatsächlich ganz lustig werden. Und für mich ist es ganz entspannt. Ne? Ich tippe ein bisschen auf dem Handy rum, quatsche ein bisschen.
Das kann ich. Und hier kann nicht so viel schief gehen. Bei NGL Biathlon habe ich immer Angst, dass ich daneben schieße, was ja irgendwie auch der Sinn des Spiels ist. Aber ich habe ihn verstanden, ne? Das Schulsystem funktioniert. Willkommen in Garmisch, Garmisch-Partenkirchen. Oder wir hatten bei mir jetzt jemanden in der Klasse, der kam aus Garmisch und der hat das ganz, ganz anders ausgesprochen. So, ja, chill halt mal. Ich muss erst das Handy wie. Achso, warte, Kamera weg, weg damit. So muss das nicht sein. So, wir atmen nochmal durch. Und dann gehen wir runter. Ja, guter Absprung. Boah, Mist, Landung war ein bisschen spät. 89%. Nicht ganz so geil. 99,4, boah, nur Platz 23. Da war noch mehr drin. Also muss hier schon sehr, sehr genau sein. Eigentlich nice. Und wahrscheinlich mache ich eh noch richtig viel falsch. Oder unser Springer ist einfach auch noch mega schlecht. Ich meine, er springt den orangenen Anzug von 1998, mit dem Dieter Thoma damals Jens Weißflog den Schnurrbart wegrasiert hat. Ja, früh gelandet. Mei, passt schon. Zweiter Sprung, Garmisch Continental Cup. Aber auch so ein bisschen, als würde er Zeitfahren im Radsport machen, der Helm. Let's go! Landung war wieder spät. Aber hä, weiter kommen wir doch noch gar nicht, oder? Mache ich so viel falsch, dass wir hier so abkacken? Naja, 17. Platz immerhin, 99,4 Meter. Hier wird aber auch wirklich auf den Millimeter genau gemessen. Wahnsinn. So, ach doch, Haltungsnoten gibt es natürlich. Dafür war die Punktzahl aber irgendwie strange. Naja, wurscht. So, Geschwindigkeit, was nehmen wir damit? Wir werden sogar langsamer zum Ende hin. Sehr, sehr schön. So lobe ich mir das. Je weiter, je länger wir bergab fahren, desto langsamer werden wir. Starke Leistung. Also Robert H. gewinnt das Ganze vor Stefan K. und Manuel P. Manuel Pettner, Stefan Kraft und Robert Habeck aus Slowenien. Man kennt ihn. Robert Habeck springt anscheinend sehr weit. So, wir tippen mal für Infos. 17. Platz. Da war wieder, ja, relativ knapp nach vorne. Wie viele sind insgesamt dabei? 50. Hey, da sind wir sogar relativ gut am Start. Wie viel da? Okay, die ersten 30 qualifizieren sich. Gut zu wissen. Achso, jetzt habe ich doch nach unten geschaut. Ja. Wie gesagt, man kann es auch über den PC steuern. Ich habe es noch nicht so 100% gecheckt. Ich habe irgendwie A-Power Mirror mir runtergeladen. Ja, ist ein ganz nettes Programm. Ich schalte mich mal wieder aus. Wir gehen mal weiter. Achso, stimmt, wir sind ja schon durch, ne? Jetzt kommt wieder die Siegerehrung ohne uns. Aber sie haben schon so einen Trauerkranz für uns dahin gemacht. So, 15. Platz insgesamt jetzt in der Tabelle. Nice. Wie viel Geld haben wir jetzt verdient? Wo steht das? Wir haben 2080 verdient. Wahnsinn. Das ist ja klasse. Ich kann übrigens auch hier auf den großen Bildschirm schauen. Dafür habe ich es ja. Also 2080 haben wir verdient. 25 Sterne, was auch immer das schon wieder bedeutet. Ah, okay. Jetzt kann ich hier. Super. Na klar. Dafür gebe ich Geld aus für Skispringen. Da könnt ihr lange drauf warten, dass ich dafür Geld ausgebe. So, was haben wir hier? Tausche Sterne für Düdüdü. Ja, machen wir doch glatt mal. Was? Ah, okay, habe ich jetzt schon, oder was? Zurück. Was? Also, und jetzt kann ich irgendwie im Shop irgendwas kaufen oder so. Gehen wir mal auf Wamsi. Equipment. Nein, ich will keine Werbung schauen. So weit kommt es ja wirklich noch hier, dass ich dass hier auf YouTube wie Werbung käme, das wäre ja lächerlich. So, 800 kostet der Wintertech. Der kostet auch noch Sterne. Also komm, ich will aber einen anderen Helm haben. Den kaufe ich mir. Den haben wir direkt mal angelegt. Da habe ich mich mit ihm angelegt. Trainieren können wir auch. Nein, keine Werbung bitte. Reflextraining. Kniestärketraining. Sieht aber auch nice aus. Ja, das machen wir. Kniestärketraining. Achso, nee, ist doch, können wir noch machen. Habe ich das jetzt gemacht? Oder geht es jetzt gerade nicht? Training. Gott, oh Gott. Jetzt geht's aber los. Kniestärke-Training auf der K90-Schanze. Alter, das ist ja hier, als hätte man RTL Skispringen optimiert. Ja, nice. Macht doch Bock, oder? Ist schon eigentlich geil gemacht. Wahrscheinlich eh das falsche Spiel, aber hey, war gut. Kniestärke-Training, 54%. Geil. Jetzt gehe ich ins Bett. Für heute genug trainiert. Macht ja nichts. Sind wir schon 10 Minuten drauf? Achso, wir müssen nochmal. Scheiße.
gar keinen Bock. 96%, Hannover 96. Jawohl, gute Landung, 94, dann leider nur Hannover 94 hinten raus. Aber ist schon irgendwie cool. Bin mal gespannt, wo diese Karriere hinführt. Wahrscheinlich wird es bei diesem Video bleiben. So, ja, komm, verlassen wir. Jetzt reicht's aber auch. Ne? Das hat jetzt einfach auch zu viel Spaß gemacht. Da muss man dann auch einfach aufhören. So, da können wir sogar noch weiter trainieren. Ein bisschen Reflextraining. Geht das nicht? Kaufen. Check die Steuerung noch nicht so richtig. Okay, Reflextraining. Verbessert die Aerodynamik. Kann ich auch kaufen. Faustil-Training. Kaufen. Kann ich dann auch das gleich trainieren? Oder wie läuft der Hase hier? Mentales Training natürlich ganz wichtig. Ah, das kostet, das können wir leider nicht. Dann müsste ich wieder hin und her tauschen. Ah, okay, jetzt habe ich langsam das System auch verstanden. Aber trainieren kann ich jetzt gerade, glaube ich, nicht. Dann machen wir mal weiter im Weltcup. Es geht nach Vikersund. Natürlich gleich mal Skifliegen hier im Kontinentalcup. Richtig nice. Robert Habeck nach wie vor vorne. Die Bauernproteste machen ihm gar nichts aus. Das schnieft der Robert einfach weg. Ab nach Vikersund mit der Fähre. Die Bauern warten schon auf den armen Robert. So, das Publikum ist vielleicht jetzt grafisch nicht ganz so gut gelungen, aber wen juckt's schon? So, komm schon. Das schaffen wir. Skifliegen, ganz easy. Ja, der war doch gut. Guter erster Durchgang. Es gibt hier keinen Probedurchgang. Man wird sofort reingeworfen einfach in dieses Game. Ja, nice. Fünfter Platz. 131 Punkte, 160,8 Meter. Das ist weltrekordverdächtig. Also wahrscheinlich doch nicht. Gut, den schauen wir uns in der Wiederholung an. Der war fehlerfrei. Jetzt hätte ich zum ersten Mal eine Kniebeuge gemacht. Geht's da runter? Hat das Training schon was gebracht? Drei Kniebeugen und zack, bumm, ist der Wamsi-Michel hier schon in der Weltspitze angekommen. So, weiter geht's. Komm, was soll's. Tag, Kollege mit den bunten Skiern. Boah, Alter. Direkt mal Seitenlage gehabt. Das wird nix. Na, daneben geklickt. Da hat sie ihn hingehauen. Einfach aus dem Bild rausgefallen. Shit. Ah, Mist, der erste Durchgang war zu gut und jetzt direkt auf die Fresse geflogen. Schauen wir nochmal drauf. Einfach vergessen, die Skier zuzumachen. Passiert dem Besten, aber es passiert halt auch uns. 161 Meter, ja, dann leider nur der 30. Platz durch den Sturz. Geht da leider gar nicht. 237 Punkte, schauen wir nochmal drauf. Also da sind wir im zweiten Durchgang weit zurückgefallen. Ole Marius holt sich dort den Sieg und wir, ja, 30. Platz. Mund abwischen, weiter geht's. Das brauchen wir uns auch alles nicht anschauen. Komm schon, Leute, er will weiter. Wir fallen wahrscheinlich zurück, jo, auf den 22. Platz. Sind enttäuscht und jetzt schauen wir mal, ob wir weiter trainieren können. Schauen wir mal, geht jetzt wieder Training? Man kann, ah, okay, man kann wirklich nur einmal trainieren. Aber dann machen wir Reflextraining. Was auch immer das bringen soll. Wahrscheinlich, dass man schneller aus der Stefan Hocke kommt. Oh, ja, ich sollte vielleicht auch nicht einschlafen. Ich muss mich vom Kopf her erst ein bisschen umgewöhnen. Weil normalerweise, wenn man so in der Anlaufspur ist bei RTL Skispringen, denkt man sich, ja, mei, das dauert noch, bis der Schanzentisch kommt. Jetzt habe ich erstmal Urlaub. So, aber es war aber ein sehr guter Sprung. Also von den Werten her, glaube ich, sind wir immer gut am Start. So, natürlich machen wir noch weiter. Wir wollen die 100% erreichen. So, let's go. Boah. Bisschen Seitenlage gehabt. Tippe noch nicht so wirklich intuitiv, muss ich sagen. Alles noch sehr verkopft. Aber man muss schon konzentriert sein und dabei noch labern ist auch nicht so einfach. Und dann werde ich hier noch von 18.000 Bildschirmen angestrahlt. So, Reflextraining 100%. Unsere Reflexzonen sind auf jeden Fall besser geworden. Und dann würde ich sagen, sparen wir das Geld mal und gehen mal weiter in den nächsten Weltcup rein. Und es geht nach Pyeongchang. Auch sehr, sehr schön. Da sollten wir jetzt mal wieder zwei sichere Sprünge runterbringen. Ansonsten haben wir einen zu großen Abstand nach vorne. So, momentan 22. Platz. Wir sind ganz in grün.
gekleidet. Nein, sind wir nicht. Wir haben nur einen grünen Helm. Sieht ein bisschen creepy aus. Slenderman war sie. Alter. Was ein Wind aber auch. Holy shit, aber ganz, ganz schwere Bedingungen. Hab das Spiel jetzt schon wieder völlig durchblickt, ne? Böser Seitenwind kam da, man hat es sofort gesehen nach dem Schanzentisch, musste ich dort korrigieren. Wir sind auf jeden Fall qualifiziert. Er sieht ein bisschen wieder aus wie Hermann Mayer. Irgendwie sieht jede Figur, die ein bisschen zu kantig geworden ist in Videospielen, aus wie Hermann Mayer. So, schauen wir nochmal drauf und wir springen 101,7 Meter. Ich weiß nicht, sieht man hier auch eine Luke, aus der man springt? Ist da irgendwas angezeigt? Ich sehe nichts. Achso. Tschüss. Wow, Alter. Na, ja, bisschen spät. Aber eigentlich ein guter Flug, war jetzt aber auch nicht so viel zu korrigieren. Sieht ein bisschen aus wie Sapporo, wo wir hier sind. Aber ich glaube, wir sind nicht in Sapporo. Ich habe nicht drauf geachtet. 101,8. Jawohl, wir springen auf den 11. Platz vor. 104 Punkte. Das sieht doch relativ gut aus. Das müssen wir uns aber nicht nochmal anschauen. Also guter 15. Platz jetzt hier für den Wamsi-Michel. 208 Punkte, der Sieger mit 213 Punkten. Da sollten wir schon irgendwann mal hinkommen. Sollte in der Tabelle wieder ein bisschen nach oben gehen. Ja, oder auch nicht, ne? Das war ja Wahnsinn. 22. Platz, wir bleiben auf dem 22. Upsi, ne, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Weiter geht's, weiter geht's. Wir wollen aber natürlich trainieren. Und ja, Reflextraining haben wir. Dann machen wir mal verbesserte Aerodynamik. Da gehen wir jetzt rein. So, wieder die K90-Schanze. Kann man sich die Schanzen auswählen? Irgendwie kommt hier immer dieselbe K90-Schanze. Da freut sich Michael Schanze. Kinderquatsch mit Michael, auch so eine Sendung gewesen. Bestimmt auch auf Epstein Island gewesen, der Gute. So, 93%. Ja, falls er zuschaut, mein Anwaltteam ist bereit. Ich mache hier einfach den Aaron Rodgers, der Jimmy Kimmel live richtig in die Pfanne gehauen hat. Ja, völlig daneben, Aaron Rodgers. Naja, reden wir nicht drüber. So, komm, gib mir den zweiten Durchgang. Einfach hochwertiger Content hier auf meinem Channel. Jawohl, perfekte Landung zum ersten Mal, 100%. Da kann 50 Cent einpacken, ich bin einfach das Doppelte von ihm. Super. Haben wir geschafft. Wir sind irgendwie nochmal besser geworden. Ich habe keine Ahnung, sehe ich hier die, was ist das? Lokaler Sponsor. Ah, nationaler Sponsor, globaler Sponsor. Nice, da kriegt man also dann nochmal mehr Asche. Aber wir trainieren jetzt, glaube ich, erstmal den Guten. So, wir haben jetzt Landung 2. Wir sollten demnächst mal Landung trainieren. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz unwichtig. Ja, okay, keine Ahnung. Machen wir dann gleich. So, brauchen wir nicht mehr. Dann geht es jetzt nach Innsbruck. Pyeongchang haben wir hinter uns gelassen. Rekord 138,3 Meter. Da ist der Wamsi-Michel noch nicht gut genug. Bislang schlagen wir uns aber, glaube ich, ganz ordentlich. Ach, guck mal hier, sogar relativ schön nachempfunden. Von der Grafik her echt gut für ein Handygame. Calypso endlich mal ein gutes Spiel gemacht. Wenn sie das Ding jetzt einfach noch für den PC rausbringen würden. Ja, da waren wir nicht ganz so stark unterwegs. Ja, aber der Flug war echt gut. Der Flug war gut. Es sollte jetzt nicht so verkehrt sein von der Platzierung her. Ja, erster Platz, Mann. 109 Punkte. Respekt. Innsbruck einfach unser Pflaster. Wer hätte es gedacht, dass die Deutschen in Innsbruck mal gut sind? Da liegt er auch gut in der Luft. Körperhaltung immer noch ein bisschen so, als hätte ihm noch jemand mit der flachen Hand auf den Rücken gehauen auf dem letzten Meter. Aber gut, die Messlatte liegt hoch. Der zweite Durchgang. Wir gehen als letztes rein. Alter,
Boah, was war da denn los? Jetzt wollten sie aber auch nicht, dass wir gut sind, oder? Das war mega schwer. Ja, da fallen wir auf den zweiten Platz zurück, aber stark. Zweiter Platz, so gut waren wir noch nicht. Das bringt doch hoffentlich Asche. Yes. Oh ja, da ist er aber auch in Bewegung. Da schwingt er die Hüften. Die Mucke nervt langsam ein bisschen, um ehrlich zu sein. Aber naja, wie gesagt, kriegen wir bestimmt noch besser hin. War jetzt mal ein erstes Video dazu. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit, 20 Minuten, eine halbe Stunde schaffen wir. Und wer nicht will, kann ja wegschalten. Hä, sind wir jetzt doch Erster geworden? Wir sind geteilter Erster. Auch nicht schlecht. So, ich hätte auch wieder hier hinschauen können. Ich bin mit dieser Doppelbelastung einfach nicht im Reinen. Ich komme damit nicht klar. 138,3 Schanzenrekord. Wir springen 103,9 und 104. Das ist jetzt erstmal mein persönlicher Rekord. Nehmen wir mit. Aber jetzt sollte es in der Tabelle ein bisschen nach oben gehen. Yo, Alter, Top 10, Platz 9 für den Wamsi Michel. Das Training zahlt sich sofort aus. Da werden wir bestimmt einige schöne Sprünge auch noch machen können. So, dann machen wir mal ein bisschen Landungstraining. Ne, lokaler Sponsor will ich nicht, aber ich würde gerne ein bisschen Telemark-Training machen. Da ballern wir jetzt. Hoffentlich nicht wieder dieselbe Schanze. Natürlich, unsere Privatschanze. So, eieiei, gleich mal wieder daneben gedrückt. So, aber die Sprünge hier gehen eigentlich ganz gut. 99%, man wird langsam auch ein bisschen sicherer, man drückt intuitiver. So ein bisschen wie beim ersten Mal Sex, ne? Man drückt einfach die falschen Knöpfe am Anfang. Irgendwann passt das dann schon. Ist vielleicht nicht ganz so gut, das Ski-Jumping-Pro-Game wie Sex, aber mei. Jeder wie er mag, ne? So, und landen. Oh, zu spät, zu spät. 91%, aber trotzdem immer noch gut. Das nehme ich. Jetzt schauen wir mal wieder auf die Wertung. Guter Sprung, Fokus, Absprung, Landung, Balance. Also da sind wir doch richtig gut dabei. Wieder 100% Telemark-Training. Wir schauen auf unseren Springer. Oder auch nicht. Müsste man doch da irgendwie sehen, oder? Jawohl, also 4. Nee, hä? Ah, okay. Momentan 4 Anlauf, 3 Flug, 3 Absprung, 4 Landung. Also das hat jetzt schon mal ein bisschen was gebracht. 2900 haben wir, Alter, die Sterne, die haben wir schon ordentlich da verballert. Ich habe halt keinerlei Erfahrung, man kann hier auch Equipment natürlich noch weiter ausbauen. Skier wären wahrscheinlich nicht ganz unwichtig. Momentan haben wir die Mountain Classic, die kosten 1000, Mountain Tech 5. Ja, die bringen plus 1 Absprung, naja. Was haben denn die Besten so? Warte, ich muss mal hier schauen. Plus 13, boah, 40.000 und 220. Muss ich mir ja doch noch einen Scheiß kaufen. So weit kommt es ja noch. Never ever. Also wie gesagt, In-App-Käufe würde ich niemals machen. Das gibt es bei mir nicht. So, wir gehen weiter nach Oberstdorf. Im Continental-Cup noch nicht 4-Schanzentournee für uns, aber wir haben die Springen auf jeden Fall schon mal mit drin. Momentan der 9. Platz. Mal schauen, ob wir an die guten Leistungen vorher anknüpfen können. Wäre natürlich ein Träumchen. Na, der war nix. Ich glaube, der war zu kurz. Schauen wir mal drauf. That's what she said. Na, 6. Platz immerhin. 160,3. Ach, das war Skifliegen. Jetzt bin ich aufgefallen. Aber 160,3. Okay, okay, okay. Der Mann in der Calypso-Kleidung freut sich. Das ist doch schon mal ganz gut. Fluggefühl ist jetzt eher so. Naja, es fühlt sich alles halt immer relativ gleich an. Ist jetzt bei RTL-Skispringen schon ein bisschen anders. Also, wenn ich es miteinander vergleiche, würde ich RTL-Skispringen schon noch bevorzugen, aber es ist halt auch hier ein Handygame. Da sollte man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Aber komm, jetzt gehen wir da fehlerfrei runter. Hoffe ich mal. Na, ja, Landung vielleicht ein bisschen spät, aber sonst war der gut. Bin gespannt. Wie weit geht's? 159,4, 130 Punkte, Platz 5 für den Wamsi Michel, der Bulgare mit der 19, Kanada mit der 20. Läuft. Ballen wir wieder die Faust. Schau nochmal drauf, was er da so gemacht hat. Immerhin läuft hier keine Werbung andauernd. So, ja, war doch ganz nett. Ich kann den Springer ja auch mal ein bisschen auf der Couch leveln.
Das ist ja auch kein Problem, wenn ich hier ein bisschen weiterspiele. Ich glaube, da ist keiner sauer. So, fünfter Platz im Springen. Ich mache mich wieder weg. Ole Marius gewinnt. Stefan K., Robert Habeck auch wieder vorne mit dabei in der Tabelle. Wieder diese tolle Kamerafahrt, die ist schon sehr episch. Es geht auf den achten Platz vor. Wir haben Manuel F., ne? Manuel Fetten haben wir hinter uns gelassen. Wer Danny Q. ist, weiß ich aber nicht. Der ist mir jetzt erstmal kein Begriff. Dann trainieren wir nochmal, springen in Lillehammer. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier ankommt. Ihr habt bestimmt auch ein paar Tipps für mich, was ich noch schlechter machen kann. So, was haben wir denn sonst noch? Faustil-Training, komplexes Training. Ja, das nehmen wir doch mal. Das machen wir. Man sieht ja auch rechts eigentlich, was man damit verbessert, wenn man hinschaut. Naja, das war jetzt nicht ganz so stark. Ja, war okay. Aber jetzt nicht überragend. Mal schauen, ob wir die 50% erreichen. Haben uns nicht stark genug abgestoßen. Ja, so viel dazu, ob wir die 50% erreichen. Komplexes Training ist dann schon ein bisschen komplexer. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich habe auf alles eine Antwort, die euch aber nicht zufriedenstellen wird. Ja, okay, ein bisschen spät gelandet, sonst aber gut. Da war auch nicht viel zu korrigieren. Der Wind einfach ganz, ganz ruhig. Ja, das bringt auch nochmal was. Müssen wir jetzt hier 10-mal runterspringen, um die 100% zu erreichen? Ne, 21% erreichen wir da leider nur. Aber der Springer ist jetzt trotzdem 4-3-3-4. Fokus auf 5, weil das habe ich vorher gar nicht gesehen. Auf 4 wahrscheinlich dann trotzdem. Gut, das haben wir geschafft. Dann geht es jetzt nach Lillehammer. Jetzt so ein Sieg zum Abschluss wäre nochmal schön. Das wäre natürlich der absolute Lillehammer. Ja. Ohne Webcam kann ich jetzt nicht blöd gucken, nach dem Mörder-Gag. So, ja, Wetter ist gut. Ein bisschen zu viele Muskeln hat er vielleicht für einen Skispringer. Alter. Jawohl, der sieht gut aus. Komm, das muss die Führung sein. Da führt kein Weg am Wamsi-Michel vorbei. Yes. Nice. War auch ein guter Sprung. Yes. Polar Zone. Ja. Bin der Beste. Mit meinen Mountain-Skiern. Diese Körperhaltung ist so süß. Vor allem die Bäckchen hinten. Die leicht rosigen Bäckchen, die da rausschauen. Bei RTL Skispringen ist immer alles ein enges Höschen. Hier geht es eher ans Apfelpflücken. So, jawohl. Noch das Kettchen richten. Schwierig. Schwierig, schwierig. Mal schauen, ob es gereicht hat für den Sieg. Jawohl. Nice. Erster Sieg hier zum Abschluss der ersten Folge. Richtig gut. Machen wir nochmal einen Sprung nach vorne im wahrsten Sinne des Wortes. Das wollen wir uns natürlich nochmal anschauen. Sensationell. Ein Aufschrei geht durch YouTube Deutschland. Wenn das keine 50.000 Aufrufe bekommt, dann weiß ich es nicht. Der Jubel ist groß. Wie gesagt, wenn ich jetzt noch Ton hier reinbekommen würde, also nicht Olaf Ton, den will ich auch gar nicht haben, den Professor, aber das wäre natürlich auch schön. So, Atle Pedersen, Rönnsen geschlagen, der Wamsi-Michel mit 215 Punkten sogar in Anführungszeichen relativ deutlich vorne, aber hier im Game, ich schaue gerade nochmal drauf, sind die Abstände ja so gering, da sind 3 Punkte schon extrem viel. Und damit sollten wir auch nochmal einen kleinen Sprung machen im Gesamtweltcup. Geht auf den, jawohl, 6. Platz. Damit kann man doch auf jeden Fall mal hier aus der ersten Folge rausgehen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ne? Ich höre jetzt auch direkt auf, aufzunehmen, weil es einfach zu viel Spaß macht. Nein, Quatsch. Um einfach mal reinzuhorchen, was ihr dazu sagt. Ist jetzt mal ein kleiner Testballon, so ein Handygame mit reinzuballern. Aber ich glaube, zum Zuschauen macht es keinen großen Unterschied, ob man da jetzt, ob ich da eine Maus hin und her schiebe
oder hier auf meinem Handy rumtippe. Na, ich muss halt häufiger mal so in mich reinquatschen, wenn ich nach unten spreche. Vielleicht ist die Tonqualität da nicht ganz so gut. Aber gut, schauen wir mal, wie es euch gefällt. Ich freue mich, wenn es so ist, dann spielen wir das hier ein bisschen weiter. Wenn ihr noch andere Handy-Games kennt, die wir mal hier auf dem Channel spielen können, dann schreibt mir das natürlich gerne. Dann probiere ich das mal aus. Jetzt würde ich es für heute gut sein lassen. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass das ein ganz lustiger Start ist. Ich habe, glaube ich, ziemlich viel Unsinn erzählt, aber das ist man hier ja gewohnt. Also, bis zum nächsten Mal. Dann geht es wieder weiter mit, wie heißt das Spiel? Ski Jump Pro. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Also, bis bald.